Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der neuen Raffaello Kokos Ananas Schokolade. Eine Limited Edition, die ich aus dem Kaufland mitgenommen habe. Für, lass mich lügen, 1,79 €. Ich habe sie auch schon für 1,99 € gesehen. 90 Gramm sind hier drin. Und es ist nicht nur eine Raffaello Schokolade mit Ananasgeschmack. Nein, hier ist auch Ananassaftkonzentrat und Zitronensaftkonzentrat mit drin. Also mit echtem Fruchtgeschmack und nicht nur diesem künstlichen, mit dem wir schon, ja, mit dem ich nicht so gute Erfahrung habe. Könnte also richtig lecker werden. Ich habe die hier frisch aus dem Kühlschrank geholt. Da hat sie jetzt ein paar Wochen gelegen und ich hätte sie fast übersehen. Ja, weil in meinem Kühlschrank sind irgendwie nur Getränke und Ketchup und tausende Ketchup-Soßen-Variationen und deswegen geht so eine Schokolade da schnell mal unter. Jetzt habe ich sie befreit aus dem Kühlschrank, weil ich auch mehrfach in den Kommentaren gelesen habe, dass ihr euch diesen Test mal wünscht. Und deswegen wird die jetzt probiert. Ich finde ja die Original-Raffaello-Schokolade schon sehr, sehr lecker. Ich finde auch generell diese Ferrero-Schokoladen sehr gut. Ich mochte die zart-bitter mit dem Ferrero Rocher drin und ich mag die. Ich finde die echt gut und öffne jetzt mal hier die Schoki. Habt ihr die auch schon probiert? Dann schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die so empfunden habt, wie die euch geschmeckt hat. Würde mich mal interessieren. Und Ananas finde ich echt geil. Stellt euch mal vor, es wird eine Ferrero Raffaello Ananas Edition geben. Es war ja irgendwann mal so eine Passion Fruit Edition geplant von Raffaello, die ist nie auf den Markt gekommen. Es gibt häufiger mal Produkte, die geplant werden, die es dann aber nicht schaffen, aus irgendwelchen Gründen. Herstellung vielleicht zu kompliziert. Vielleicht sind auch die Rohstoffe so teuer geworden, man weiß es nicht, oder Geschmack war nicht zufriedenstellend. Dafür gab es ja mal Raffaello Himbeere, die hat es sogar zweimal wieder geschafft. Und Raffaello Himbeere wäre vielleicht in der Schokolade auch ganz spannend gewesen, oder? Was meint ihr so im Kontrast? Hätte ich mir cool vorgestellt. Aber hier, boah, riecht es schon mal sehr geil und vielversprechend. Es riecht so richtig schön ananasmäßig. Hey, man könnte auch sagen, Kokos, Ananas, Pina Colada. Aber jetzt gibt es erstmal eine Großaufnahme hier. Raffaello, Kokos und Ananas, Kokosmandelcreme mit Ananasgeschmack. Ja, und hier ist auch Ananassaft, nee. Ananassaftkonzentrat ist hier auch drin. Und es riecht wirklich sehr lecker ananasig. Also gar nicht künstlich, sondern wirklich richtig, ja, der typische leckere Ananasgeruch kommt hier durch. Könnt ihr jetzt nicht riechen, aber vielleicht könnt ihr es euch vorstellen. Also es riecht echt wie 9 Punkte. Mal gucken, ob es auch so schmeckt. Zack. Mein lieber Scholli, die muss man aber, glaube ich, wirklich aus dem Kühlschrank probieren, so wie ich es gerade gemacht habe. Denn selbst aus dem Kühlschrank ist sie noch extrem süß. Riecht wie eine 9, aber ist schon sehr wow. Naja, Ananas, Kokos, das ist schon, da geht schon was. Eine Ananas-Schokolade, die jetzt schlecht zu bewerten, weil man den Ananas-Geschmack nicht mag. Ich gebe mal wieder 2 Punktvariationen. Also, 9 Punkte für alle, die auf Ananas stehen in weißer Schokolade. Mir ist ein Tacken zu süß. Ein bisschen too much. Auf meiner persönlichen Geschmacksskala bekommt die 6 Punkte. Aber es verspricht, was er hält. Das ist eine Ananas-Kokoschokolade, die vorzüglich nach Ananas schmeckt. Also von daher auch nicht irgendwie künstlich abartig, sondern ich finde sehr natürlich nach Ananas. Der Ananas-Geschmack ist perfekt gelungen. Und ich finde es fair zu sagen, hey, Ananas-Schokolade 9 bis 10, weil wenn man nicht so hundertprozentig in der Team Ananas steht, dann zu sagen, es ist nur 6 Punkte, wäre verlogen. Deswegen mein persönlicher Geschmack 6, aber wie gesagt, 9 Punkte für die Sorte. Probiert's mal aus. Wenn ihr mit mir auf einer Geschmackswelle seid, weil ihr schon einige Videos geguckt habt, dann wisst ihr Bescheid, das ist eine gute Einkaufsberatung, glaube ich. Ansonsten geht immer wieder probieren über studieren. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüssi!